Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, dass trotz der etwas langen Sitzungsdauer gestern Abend Sie Ihre Ruhezeit gefunden haben und heute mit der entsprechenden Aufmerksamkeit dann auch der Landtagsdebatte hier folgen und wir die gemeinsam fortsetzen können. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wer nach vorne will, muss auf die Überholspur wechseln. Wir haben uns lange überlegt, ob wir dieses Thema oder diese Überschrift für die Aktuelle Stunde wählen, weil es natürlich auch Möglichkeiten gäbe, da irgendwelche nicht ganz so konstruktiven Anmerkungen zur A20 und deren Zustand im Moment aufzubauen. Aber das ist nicht Gegenstand der Aktuellen Stunde heute. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben lange in diesem Land darüber diskutiert, wie dieses Land sich am besten wirtschaftlich entwickelt. Und ich habe das an dieser Stelle ja schon häufiger eingeräumt, dass auch die SPD-Fraktion oder zumindest die von der SPD-Fraktion gestellten Teile der Landesregierung in der Vergangenheit auf dem Standpunkt standen, dieses Land entwickelt sich besonders gut dadurch wirtschaftlich, dass es auf einen, sagen wir mal, Niedriglohnbereich setzt. Ich glaube, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es gibt zumindest in meiner Fraktion auch in der Landesregierung, sofern Sie, nein, ich glaube, es gilt auch für den CDU-geführten Teil der Landesregierung, dass Sie diese Vorstellung heute nicht mehr verfolgen. Es ist tatsächlich so, eine Perspektive als Niedriglohnland hat nach meiner festen Überzeugung eigentlich Mecklenburg-Vorpommern nie gehabt und sie wird es auch in Zukunft nicht haben. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe das den Kollegen der Fraktion Die Linke vorher zugesagt. Ich will heute nicht in eine vorgezogene Lesung, erste Lesung des Vergabegesetzes kommen, weil das wäre unfair Ihnen gegenüber. Sie haben den entsprechenden Gesetzestext noch nicht vorliegen. Aber gestatten Sie mir trotzdem daran anzuknüpfen, weil es ja nun auch in der Vergangenheit in den letzten Tagen schon durch die Presse gegangen ist, was die Zielstellung der Regierungsfraktion, was die Zielstellung dieser Landesregierung ist. Mein Fraktionsvorsitzender hat gestern in der Haushaltsdebatte gesagt, dass heute, 28 Jahre nachdem die Menschen auch in unserem Land die Freiheit erkämpft haben, wir feststellen können, dass sich Mecklenburg-Vorpommern zu einem Aufsteigerland gemausert hat. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich an dieser Stelle einen zweiten Punkt anfügen. Wir können dann auch, wenn es dann im Anfang nächsten Jahres zu der ersten Lesung des Vergabegesetzes kommen wird, wir können dann auch feststellen, dass wir, gerade was den Bereich Lohnentwicklung angeht, gerade was den Bereich Mindestlohn in diesem Land angeht, aber eben nicht nur in diesem Land, auf der Überholspur sein werden. Wir werden dann tatsächlich mit den angedachten 9,54 Euro, die sicherlich auch so kommen werden, wir werden den höchsten Vergabemindestlohn in allen neuen Bundesländern haben. Es gibt Bundesländer, zum Beispiel Thüringen, die haben nach meinem Kenntnisstand trotz des dort sehr ambitionierten Ministerpräsidenten von den Linken überhaupt noch keinen Mindestlohn. Und es gibt andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein, die noch etwas... Ach, Herr Förster, Sie müssen nicht immer alles auf die SPD schieben. Manchmal ist es auch eigenes Unvermögen. Aber meine Damen und Herren, es gibt noch ein einziges Bundesland, das ist in Westdeutschland, das ist Schleswig-Holstein. Die sind dann etwas drüber mit ihrem Vergabemindestlohn. Aber wenn ich immer wieder die Äußerung des dortigen Wirtschaftsministers höre, ist es ja nur noch eine Frage der Zeit. Dann wird dort auf Betreiben der FDP dieser Vergabemindestlohn dann Vergangenheit sein. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 91% der Menschen sagen in Mecklenburg-Vorpommern, dass man in unserem Land gut leben kann. Das ist schön so. Aber, meine Damen und Herren, wenn man in diesem Land gut leben will, dann bedeutet das auch, dass man von dem, was man in diesem Land verdient, gut leben können muss. Und das bedeutet auch, dass die Bruttolöhne, dass die Nettolöhne entsprechend steigen müssen. Und meine Damen und Herren, deswegen haben wir dieses Thema auch auf die heutige Tagesordnung als Aktuelle Stunde gesetzt, weil Mindestlohn ist eine Sache. Das ist die Untergrenze, die wir eingezogen haben, die wir erhöhen werden und die wir dann auch in Zukunft dynamisch jedes Jahr entsprechende Tarifentwicklung steigern werden. Wenn man das mal aus der Vergangenheit passieren lässt, werden das ungefähr 2% pro Jahr sein. Aber eine andere Sache ist tatsächlich die Stärkung der Lohnlandschaft insgesamt. Und da geht es eben nicht allein um den Mindestlohn, da geht es um die Tariflöhne in diesem Land. Und deswegen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ist es uns so wichtig, dass mit dieser Vereinbarung eines höheren Mindestlohns eine zweite Vereinbarung getroffen wurde und dann auch entsprechend in Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium umgesetzt werden wird. Das ist tatsächlich der Einstieg in eine Tarifbindung bei der Wirtschaftsförderung. Wir müssen in diesem Land dazu kommen,
Und wir werden keine andere Chance haben, wenn wir die Menschen auch in diesem Land halten wollen und zusätzlich auch junge Menschen in dieses Land holen wollen, damit sie arbeiten. Wir werden tatsächlich dazu kommen müssen, dass wir in dem gesamten Tariflohngefüge deutlich anwachsen werden, nur mit tariflicher Zahlung, nur mit Tariflöhnen, die tatsächlich deutlich auch über einem, wie auch immer, gearteten Mindestlohn liegen, werden wir tatsächlich eine Perspektive haben. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass das nicht alleine die Auffassung der SPD-Fraktion in diesem Land ist, dass dieser Punkt wichtig ist, möchte ich auch an einer Untersuchung deutlich machen, die das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft gerade eben veröffentlicht hat zur Zufriedenheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Danach waren Beschäftigte, die nach einem Haus- oder Flächentarifvertrag bezahlt werden, laut dieser Studie im Schnitt deutlich zufriedener als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Betrieben ohne Tarifbindung. Das Verhältnis liegt ungefähr bei 63,2% in den alten Bundesländern und 56,3% in den neuen Bundesländern. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist auch wichtig für unser Land. Wenn wir die Menschen in diesem Land halten wollen, wenn wir die Menschen in diesem Land auch in Zukunft dazu bringen wollen, dass sie sagen, ich lebe, ich arbeite gerne in Mecklenburg-Vorpommern, dann müssen wir tatsächlich einen Gang zulegen, dann müssen wir auch, was die tarifliche Entlohnung in diesem Land angeht, weiter gemeinsam mit den Tarifvertragsparteien arbeiten. Und deswegen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, hat sich meine Fraktion vorgenommen, und wir haben das auch schon mit den Sozialpartnern besprochen, sowohl mit der Gewerkschaftsseite als auch mit den Arbeitgeberverbänden, weil beide Seiten gehören dazu, dass wir im ersten Halbjahr 2018 gemeinsam mit den Tarifvertragsparteien in diesem Land öffentliche Veranstaltungen durchführen werden, in denen wir für eine erhöhte Tarifbindung in diesem Land werben wollen. So schön wie es ist, dass es jetzt der NGG gelungen ist, im Bereich des Hotel- und Gaststättengewerbes einen Tarifvertrag zu schließen, so schön wie das ist, aber auf der anderen Seite zu sehen, dass ungefähr nicht mal oder knapp 50% der Betriebe überhaupt im Tarifgefüge der DEHOGA organisiert sind und auf der anderen Seite von den 15.000 Beschäftigten, die circa im Tourismusgewerbe dieses Landes tätig sind, 800 bei der NGG organisiert sind. Das kann kein Maßstab sein für die weitere Arbeit in diesem Land. Und wenn wir wollen, dass die Menschen in diesem Land zufrieden bleiben, dann ist es ein Irrglaube, dass Wettbewerbsfähigkeit durch niedrige Löhne erzielt werden. Gestatten Sie mir zum Ende meiner Ausführung noch eine kurze Replik geben auf ein Gespräch, das ich vor wenigen Tagen mit einem Unternehmer geführt habe. Ein Unternehmer sagte mir, ja, also Sie würden natürlich gerne Ihre Beschäftigten hier gut bezahlen, aber Sie ständen in Wettbewerb. Und einer der Wettbewerbsvorteile, die Sie hätten, das wären die niedrigen Löhne. Und dieses Unternehmen ist tarifgebunden, das muss man dazu sagen. Und der Unternehmer, der mir das gesagt hat, den kenne ich über die Jahre sehr gut und ich schätze ihn auch sehr. Und er sagt, wir sind tarifgebunden und wir stehen im Wettbewerb mit westdeutschen Unternehmen. Und ein Wettbewerbsvorteil, den sie hätten, das wären die niedrigen Löhne. Da muss man das erstmal im ersten Moment so zur Kenntnis nehmen. Und dann sagt er mir im zweiten Moment dann weiter, ja, aber diese Tätigkeiten, die wir ausführen, die führen wir hier nicht überwiegend in Mecklenburg-Vorpommern aus, die machen wir auch in den westdeutschen Bundesländern. Da habe ich mich dann schon gefragt, wo ist dann die Wettbewerbssituation, weil dort wird der Tarifvertrag, ist ja halt entsprechend höher. Auch das ist ein Grund, weswegen wir hier in Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, für eine Angleichung der Tarifverträge übrigens kämpfen müssen. Und dann kam der nächste Punkt, und da war ich dann wirklich irritiert, wo er sagte mir in einem Satz, ja, die Menschen bei uns müssen ja auch nicht so viel verdienen, weil die Lebenshaltungskosten hier niedriger sind. Und im zweiten Satz sagte er mir dann, ja, weil wir viele unserer Aufträge in Süddeutschland, Südwestdeutschland abwickeln, sind die Beschäftigten inzwischen auch dort schon wohnhaft. Und spätestens da frage ich mich dann, wie passt das noch zusammen, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land sagen, die Wettbewerbsfähigkeit wird durch die niedrigen Flächentarifverträge oder überhaupt ohne Tarifverträge erzielt? Die Menschen brauchen nicht so viel Geld, weil sie hier niedrige Lebenshaltungskosten haben. Und im zweiten Satz kommt dann hinterher, aber meine Beschäftigten wohnen zum Teil schon in Westdeutschland und müssen dort die Lebenshaltungskosten bezahlen. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen wir noch einen Satz dazu sagen. Auch die Menschen, die hier leben,
haben längst andere Lebenshaltungskosten, als die 1990, 1991 waren. Wer heute in den größeren Städten dieses Landes Mieten bezahlen muss, der zahlt die gleichen Mieten, wie sie auch sie in vergleichbaren Städten in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen oder Hessen zahlen würde. Das Brot kostet in Mecklenburg-Vorpommern nicht weniger, als es in Bayern kosten wird oder in Berlin. Und wer das nicht wahrhaben will, der macht nur einen Satz, und ich komme zum Ende, sehr geehrte Frau Präsidentin, der macht da nur mit einem Satz eigentlich deutlich, er möchte nicht, dass die Menschen in diesem Land glücklich sind, damit sie hier von ihren Löhnen arbeiten können. Und das, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, können wir auf Dauer nicht so akzeptieren. Vielen Dank.